Inzwischen werden selbst die lässigsten Kampfsportfans mit den Filmen von Lee Lian-ji vertraut sein, den sie mit ziemlicher Sicherheit besser als Jet Li kennen. Lee ist einer der legendärsten Kampfsport-Superstars Chinas, dessen akrobatischer, gewalttätiger Stil und unzählige erfolgreiche Filme ein Vermächtnis aufgebaut haben, das lange begann, bevor seine Bewegung zum ersten Mal auf die Leinwand zu sehen war. Mit 11 Jahren gewann er seine erste Kampfkunstmeisterschaft, dominierte jahrelang seinen Sport und tourte sogar mit den besten Wushu-Praktizenten, die Peking zu bieten hatte, um die Welt, bis er im reifen Alter von 17 Jahren in den Ruhestand ging und eine neue Karriere in der Wushu begann im Filmgeschäft. Das lief auch nicht schlecht. Lee drehte seinen ersten Film bereits 1982 und sein Casting als Kaiser in der Live-Action-Version von Disneys Mulan markierte seinen 50. Verdienst als Schauspieler. Don't forget to breathe. Für eine so herausragende Martial-Arts-Filmkarriere wie die von Lee muss man in der Lage sein, hart zu treten, schnell zu kämpfen und sehr, sehr lange zu trainieren. Also, woher hat er all diese Fähigkeiten überhaupt? Lee tauchte nicht einfach als voll ausgebildeter, super talentierter Kampfkünstler auf. Sein beachtliches Können ist das Ergebnis unzähliger Übungsstunden und strengen Trainings. Aber wer genau hat ihm all diese ausgefallenen Moves beigebracht? Wer hat Jet Li trainiert? Nun, die überwiegende Mehrheit der Kampfkunstkarriere des jungen Jet Li wurde von Li Yongfeng überwacht, einem angesehenen Kung-Fu-Meister, berühmten Wushu-Trainer und Qigong-Praktizierenden. Im Laufe seiner Karriere war Yongfeng an der Ausbildung von rund 10.000 Schülern beteiligt, darunter auch Jet Li. Jet Li trainierte unter Yongfeng in seinem Co-Trainer Wu Bin während der 10-jährigen Amtszeit des zukünftigen Kampfkunst-Superstars im Pekinger Wushu-Team. Dies sagte der Coach über seinen fleißigen Star-Schüler. Jet Li war ein perfekter Schüler, nicht nur in Bezug auf Kraft und Flexibilität, sondern vor allem auch in Bezug auf seine Lernfähigkeit. Er hatte großartige Koordination und seine Bewegungen waren sehr anmutig. Li Yongfeng ist eigentlich selbst so etwas wie ein Martial-Arts-Filmstar, da er 1982 in dem Kickflick Wu Lin Zi und 3 anderen Filmen mitspielte. Er hat auch Action-Szenen choreografiert und in Learning Wushu mitgespielt, einer TV-Show, die ziemlich genau das war, was der Titel besagt. Abgesehen von Jet Li ist sein berühmtester Schüler wohl Ji Shunyan, ein Meister des Bagua Stills, 5-maliger nationaler Meister und der Mann, der die Superstar-Schauspielerin Zhang Ziyi für ihre Rolle in der Großmeister ausgebildet hat. Tatsächlich betrachtet Yongfeng Ji anstelle von Jet Li als seinen besten Schüler. Und dann ist er noch Wu Bin, Yongfengs Co-Trainer. Dieser Typ ist wohl noch härter als Yongfeng. Schließlich ist der Mann, den sie Coach Wu nennen, nicht irgendein Trainer. Dieser Großmeister 9. Grades gilt als Vater des modernen Wushu und hat den Sport über die Jahrzehnte entscheidend geprägt. Es war Coach Wu, der 1971 mit dem Training des 8-jährigen Jet Li begann. Und es war Coach Wu, der das sagenumwobene Beijing Wushu Team gründete, als Li erstmal ins Rampenlicht rückte. Wu glaubte, dass der Alter von 8 Jahren der einzige richtige Zeitpunkt ist, mit dem Wushu-Training zu beginnen, obwohl er selbst im Alter von 19 Jahren damit begonnen hat und dafür bekannt ist, Schüler im Alter von 22 Jahren zu akzeptieren, wenn er genug Potenzial sieht. Er gilt als äußerst strenger, aber höchst effektiver Trainer. Und die Liste der renommierten Athleten und Wushu-Meister, die er trainiert hat, ist so lang wie sein Arm. Es überrascht nicht, dass er im Laufe der Jahre auch Positionen in vielen Wushu-bezogenen Komitees und Gremien innehatte. Und er zeigte auch kein Anzeichen einer Verlangsamung. Seit 2018 hat Meister Wu 18 Bücher zum Thema Wushu geschrieben. Und zu seinen Auszeichnungen gehören die Präsidentschaft des Pekinger Wushu-Instituts, die Position des Direktors des Pekinger Wushu-Teams und Spitzenpositionen in China Wushu Association, Asian Wushu Federation, International Wushu Federation und World Fighting Martial Arts Federation. Natürlich ist er auch ein Fan von Kampfkunstfilmen und obwohl er Jet Lis alter Trainer war, hat er zu Protokoll gegeben, dass er die Filme von Bruce Lee und Jackie Chan bevorzugt. Autsch. Sehen Sie sich hier eines unserer neuesten Videos an. Außerdem kommen bald noch mehr Grunge-Videos über deine Lieblingsschauspieler. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und drücken Sie auf die Glocke, um nichts zu verpassen.